Der österreichische Krimi-Autor Bernhard Aichner legt einen neuen Thriller vor. Er heißt Joko und seine deutsche Produktionsfirma, die hat sich bereits jetzt die Filmrechte zugesichert. Zuletzt ist etwa die Trilogie Totenfrau aus der Feder von Aichner gemeinsam von Netflix und dem ORF verfilmt worden und hat auch internationale Erfolge gefeiert. Seine Frauenfiguren sind tough, seine Geschichten blutig. Jetzt hat Bestsellerautor Bernhard Aichner wieder zugeschlagen. In seinem neuen Thriller Joko gerät Aichners Protagonistin ins Visier der chinesischen Mafia. Nahestehende Personen der jungen Frau werden ermordet, doch sie setzt sich zur Wehr. Das ist einfach was Schönes, da zuzusehen, wenn Unrecht geschieht und das dann wieder Stück für Stück irgendwie, dass das Recht wiederhergestellt wird. Ist natürlich völlig unkorrekt, Selbstjustiz ist abzulehnen, aber eben in der Fiktion darf man es und das macht Freude. Der internationale Durchbruch ist dem Autor mit seiner von Netflix und dem ORF verfilmten Totenfrau-Trilogie gelungen. Mehr als 1 Million Mal haben sich Aichners Thriller verkauft. Erfolgsdruck beim Schreiben verspürt er nicht. Am Ende ist es egal, ich würde auch schreiben, wenn nur 500 Leute das Buch kaufen würden. Ich muss es tun, die kreative Energie muss raus, ich will meine Geschichten erzählen. Mit Joko legt Bernhard Aichner erneut einen massentauglichen Thriller vor. Teil 2 soll im kommenden August erscheinen.